Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, inwiefern sich sowohl Mandic als auch Meuthen falsch verhalten haben bezüglich der SWR-Demo. Mandic hat die Äußerung gemacht, an den Redakteuren würde Blut kleben vom SWR und die AfD, sie wollten sie aus ihren Redaktionsstuben vertreiben. Das ist kein Aufruf zu einer Demonstration, sondern ein Aufruf zur Bedrohung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SWR und ihrer Familien, kommentierte der Leiter des Verdi-Landesfachbereichs Medien, Siegfried Heim. Etwas zart beseitet die Herrschaften da oben. Erzählen uns jeden Tag Lügen, aber wenn man sie dabei ertappt, dann fühlen sie sich gleich bedroht da oben. Ich sage Ihnen da oben, das hier ist nur der Anfang. Wir werden Sie aus Ihren Redaktionsstuben vertreiben. Wir werden uns Ihre Lügen nicht länger anhören. Das ist erst der Anfang des Sturms. Mit solchen Demoaufrufen fördert die AfD Hass und Mordaufrufe gegen Journalisten und ihre Familien. Dies muss von allen Demokraten massiv aktiv bekämpft werden. Ja, liebe Freunde, Hass- und Mordaufrufe, das ist nur gegen Patrioten erlaubt, denen Deutschland noch am Herzen liegt und die dieses Land nicht den Bach hinuntergehen lassen wollen, die nicht bereit sind, es wie ein Stück Seife im linksgrün versifften Warmwasserstrahl auflösen zu lassen. Wir sind den Hass und die mediale Hetzen gegen uns seit vielen Jahren gewöhnt. Wir knicken nicht ein, wenn vor unserem Haus eine Demo stattfindet. Wir riskieren jeden Tag unsere schiere Existenz. Viele Familienväter sind hier versammelt. Sie riskieren jeden Tag den Jobverlust. Da draußen stehen Antifa-Fotografen, professionelle Fotografen mit solchen Objektiven, die sie ablichten, und morgen sollen sie im Internet ihrem Arbeitgeber präsentiert werden, damit gegen sie Maßnahmen ergriffen werden. Und trotzdem stehen wir hier. Wir haben keine Angst. Wir sind aus einem anderen Holz geschnitzt als ihr da oben. Schon der Anflug einer Revolution versetzt sie in Angst und Schrecken. Ja, warum eigentlich? Warum fühlen sie sich denn bedroht? Weil sie wissen, dass an ihren Händen Blut klebt. Sie wissen genau, wem sie dienen. Glaubt doch nicht, dass jeder dieser kleinen Wichte eigene politische Propaganda hätte, eine eigene Agenda. Diese Herrschaften, die haben vor allem nur eins, eine kleine, aber gut eingestellte Antenne, die ihnen genau sagt, was sie zu schreiben haben, was sie zu senden haben. Das können sie. Das ist das eine, die Stromlinienförmigkeit. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Es hat auch mit Geld zu tun. Vielen ist nicht bewusst, welche Geldmengen da eigentlich umgesetzt werden. Hier und da hört man, was einer ihrer Führer, was so ein Vorstand dann wirklich verdient. Mehrere hunderttausend Euro, vielleicht auch mal 1 Million Euro im Jahr. Aber es ist die schiere Masse, die sich dort wirklich dumm und dämlich verdient. Ist Ihnen bewusst, wie viele Beschäftigte allein die ARD hat? Es sind über 19.000. Viktor Hese hat einmal im Internet recherchiert. Er hat ein Gutachten analysiert und er hat herausgefunden, dass diese 19.000 im Durchschnitt über 9.000 Euro im Monat verdienen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, was das heißt? Ich glaube, Repple verdient nicht mal so viel als Landtagsabgeordneter. Und da verdienen 19.000 mindestens das gleiche wie Repple. Damit könnten wir, ich weiß nicht, wie viele Parlamente füllen. Was könnte man stattdessen mit diesem Geld machen? Kürzlich berichtete in der Bild-Zeitung, wie sich die zwei Söhne beschwert haben, deren Vater halb tot geprügelt wurde, ins Koma geprügelt wurde, der jetzt schauen muss, wie er seine Rechnung bezahlt.
Ich sag Ihnen, was wir mit Ihrem Geld machen werden. Wir werden Sie zur Kasse bitten. Dereinst werden Sie für Ihre Verbrechen bezahlen müssen. Dann werden Sie von Ihrer Pension, werden Sie die Opfer der Messergewalt irgendwann durchfüttern müssen. Das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank. Mir persönlich hat die Rede sehr gut gefallen. Sie hat mich bewegt und ich fand sie auch sympathisch. Auch, dass er herausgestellt hat, wie die AfD-Leute selbst dauernd bedroht werden. Das fand ich sehr angebracht. Im Folgenden möchte ich aber trotzdem erstmal auf die Schwachpunkte eingehen. Der Fehler liegt darin, dass er nicht scharf argumentiert, also erstmal unkonkret, das nicht belegt und dass er Interpretationsspielraum offen lässt. Also dass es zum Beispiel für eine Zeitschrift wie Cicero möglich ist, zu schreiben, die AfD droht mit Pogrom. Mandic muss sich dessen bewusst sein und muss ausschließen, dass eine Zeitung sowas schreiben kann. Weil das ist eine Einladung für Hetzpropaganda gegen die AfD, wenn man sowas macht. Die ganzen Leute bei der AfD müssen wissen, dass die Zeitungen nur darauf warten, dass sie sowas aufgreifen können, um Stimmung zu machen gegen die AfD. Es ist aber richtig von Mandic, die Öffentlich-Rechtlichen scharf anzugreifen. Das ist auch wichtig, um in der Öffentlichkeit den Frame zu verschieben. Die Öffentlich-Rechtlichen stellen sich also dar, sie sind die guten, neutralen Richter, Hüter der Demokratie und die AfD sind die Rechtsextremen. Diesen Frame, der wird beständig durch Wiederholung gesetzt und die AfD muss diesen Frame verschieben, wie es ja in Wahrheit ist. In Wahrheit ist es ja so, dass die Medien linksextrem unterwandert sind und täuschen und auslassen, wo es nur geht. Also dass wir hier ein Demokratieproblem haben. Dass die Medien systematisch unredlich berichten, in einer Art und Weise, wie man sich das vor 20 Jahren hätte gar nicht vorstellen können. Aber dieser Frame ist in der Öffentlichkeit nicht gesetzt. Durch Wiederholung schaffen es die Öffentlich-Rechtlichen, dass sogar Meuten, wahrscheinlich im Unterbewusstsein oder keine Ahnung wo, dass es sich irgendwie manifestiert, auch bei Leuten in der AfD, die Medien und die Altparteien, die sind normal. Und wir, die AfD, wir haben irgendwie ein Rechtsextremproblem, wir wollen auch normal werden. Das ist der gesetzte Frame von den Medien, aber das ist ein Lügenframe. Die Wahrheit ist ganz anders. Und diese Wahrheit wird verdeckt durch diese permanente Wiederholung, auch in den Köpfen von den Leuten. Und dessen muss sich die AfD bewusst werden, dass diese Propaganda auch bei ihnen wirkt, dass im Unterbewusstsein eine Frame-Verschiebung stattfindet. Die Medien, wenn man sich die Lage logisch betrachtet, dann muss man feststellen, die Medien, die Altparteien, das ist alles gar nicht mehr normal. Das hat mit dem, wie die sich framen, nichts zu tun. Und diesen Frame müssen sie korrigieren. Und es ist so, dass mit jeder Aussage, die gerade Meuthen als Bundesvorsitzender der AfD macht, framet er auch. Oder lenkt er den Frame in eine bestimmte Richtung. Und wenn er jetzt Mandic dafür kritisiert, zu hart kritisiert, also er hätte ihn in der Form kritisieren müssen, aber er hätte ihn dabei gleichzeitig inhaltlich unterstützen müssen. Weil was Mandic gemacht hat, was er gesagt hat, das stimmt ja. Man kann sehr wohl argumentieren, dass an den Redakteuren Blut, dass sie Blut an den Händen haben. Wenn man jetzt als Beispiel die Berichterstattung über den Islam nimmt, dann fühlen islamistische Gewalttäter Rückendeckung durch die Medien. Diese Rückendeckung ist faktisch vorhanden durch die permanente Auslassung. Das wird von den Leuten als Unterstützung gewertet, geradezu als Anstiftung. Weil Leute wie Michael Sturzenberger oder andere, jeder, der den Islam kritisiert, wird mundtot gemacht und wird unmöglich gemacht. Und das registrieren diese ganzen Islamisten, diese ganzen Leute sehr wohl. Und das ist eine Motivation für diese Leute. Und auch an anderen Beispielen kann man sehr gut argumentieren, dass Blut an den Händen von den Redakteuren klebt. Außerdem will die AfD die Rundfunkgebühren abschaffen.
Und das heißt nichts anderes, als die Redakteure aus den Redaktionsstuben zu vertreiben, sie arbeitslos zu machen. Aber Mandic hätte eben scharf argumentieren müssen. Aber inhaltlich ist das AfD-Linie, was er sagt. Mandic muss konkret werden und darf kein Interpretationsspiel zulassen, dass die Presse die AfD verreißen kann. Das ist richtig von Meuthen, dass er das korrigiert hat, die Form. Aber gleichzeitig hätte Meuthen ihn inhaltlich unterstützen müssen. Meuthen hat jetzt dadurch, wie er das gemacht hat, es ist ein Riesenfehler, den Meuthen gemacht hat, weil jetzt hat er Mandic auch inhaltlich als unmöglich dargestellt, das wird so wahrgenommen. Und damit festigt er den Frame, damit wiederholt er den Frame, den die Medien setzen. Diesen fälschlichen, positiven Medienframe stützt Meuthen durch sein... Außerdem lenkt Meuthen das Thema wieder auf die AfD. Dass die AfD ein Rechtsextremismusproblem hat. Die Altparteien und die Medien probieren ja beständig, das Thema darauf zu lenken. Meuthen hätte es so machen müssen, dass er zwar die Form von Mandic korrigiert, aber gleichzeitig wieder das Thema auf die Medien umlenkt. Eben die Berechtigung der Kritik an den Medien unterstreicht von Mandic. Und sie am besten gleich noch konkret unterfüttert mit Argumenten. Dass er Mandic stützt, dass er seine Argumente unterstützt. Es ist mir bewusst, dass Meuthen mit Repple und diesen Leuten, dass es da Probleme gibt. Aber man muss an die Außendarstellung denken und da muss man zusammenhalten. Und er hätte an dieser Stelle Mandic Form korrigieren müssen, aber sagen müssen, die Kritik an den Medien ist berechtigt, sodass die AfD als Einheit auftritt und als Einheit erscheint und der eigentliche, ja, bösartige Gegner, die Medien, dass das Scheinwerferlicht auf ihr Verhalten gerichtet wird. Ihr könnt ja eure Meinung schreiben. Macht's gut.